Hast du Dr. Delaney auf der Party gefunden? Ja, aber Lee auch. Oh nein, was ist passiert? Lee hat ihn verdorben und in den Selbstmord getrieben. Das ist schrecklich. Wir müssen den Typen aufhalten. Werden wir. Bevor Delaney starb, gab er Lee einen Namen. Morgan Michaels. Morgan Michaels. Wer ist das? Keine Ahnung. Aber ich wette, er arbeitet am Teufelsatem-Projekt. Hast du etwas aus der Teufelsatem-Akte rausgefunden? Oh. Ja, halt dich fest. Vor ein paar Jahren wollte Osborn mit Fisk ein Labor aufbauen, ohne die Behörden zu informieren. Ein Geheimlabor? Für den Teufelsatem? Wenn es wirklich so gefährlich ist, kann ich das verstehen. Wo ist das Labor? Das steht nicht drin. Fisk hat in Osborns Auftrag alle Einträge vernichtet. Ich habe nur Rechnungen von Osborns Privatkonto an Fisks Baufirma. Wie ich Fisk kenne, erpresst er den Bürgermeister mit den Rechnungen. Hier ist die Nachrichten. Alle Spuren deuten auf Norman Osborn. Zeit, ihm einen Besuch abzustatten. Ich glaube nicht, dass er dir was erzählt. Hatte nicht vor, ihn zu fragen. Nur ist es mega useless. Man kann halt damit ein Geräusch wie von einem verkackten Skillcheck erzeugen. Ja, die meisten Killer lassen sich davon nicht mehr irritieren, das stimmt. Man kann den Killer so auch von sich weglocken. Das stimmt, das stimmt. Willkommen zurück beim Marvel's Bondage Man. Meine Nase juckt. Ich habe einen interessanten Tipp bekommen. Erinnern Sie sich an die barbarische Bestie Rhino? Letzte Nacht. Oh, ich wollte mir das noch angucken. Ja, gut. Okay, auf diesem Weg komme ich in Normans Büro. Ich kann nicht rein, ohne ein paar Sicherheitssysteme abzuschalten. Aber wenn sie mich sehen, werden sie hier alles abriegeln. Ich könnte mich vielleicht von draußen in die Netzwerksicherheitsmodule hängen. Hier sind die Netzwerkkabel. Sie führen zum Sicherheitsmodul. What the fuck, finde das nächste Sicherheitsmodul, ja, aber. Ah, hier. Also, ein Sicherheitsmodul. Es scheinen 4 davon im Gebäude verteilt zu sein. Das sollte es mir. Ja, man kann die neuen Killer und Server freispielen. Man muss sich die nicht mehr so kaufen. Sable Team Alpha ist bereit. Sieht nach einem Elektrikproblem aus. Verstanden. Behaltet den Außenbereich im Auge. Wir kümmern uns darum. Und ich dachte schon, es wird einfacher. Nein, man soll sich insgesamt die Killer so freispielen können, wenn ich das richtig verstanden habe. Und hallo Dope, schön, dass du da bist. Ich habe mir die neue Killermechanik noch gar nicht angeguckt. Wir scheinen ein Softwareproblem zu haben. Wir holen einen Experten her. Verstanden. Wir suchen draußen weiter. Oh! Da ist das zweite Modul. Jemand greift auf eins unserer Subsysteme zu. Ja, die sind alle für... Initiiere Delta-Protokoll. Mann! Ach so, für Aura-Zellen oder Shard im Shop. Sable Teams. Das weiß ich, hab ich jetzt so gar nicht im Kopf. Außenkontrolle negativ. Hier ist alles sauber. Lag das wirklich an der Software? Das untersuchen wir im Moment. Bitte aktuelle Alarmstufe beibehalten. Okay, nur noch 2 Module.
an alle Sable-Teams. Es besteht die geringe Möglichkeit eines Eindringlings. Wir analysieren die Daten. Bleibt wachsam. Verstanden, Zentrale. Ziel gesichtet. Es ist Spider-Man. Nein! Sable Teams, Lagebericht bitte. Außenkontrolle negativ. Hier ist alles sauber. Lag das wirklich an der Software? Das untersuchen wir im Moment. Bitte aktuelle Alarmstufe beibehalten. Okay, nur noch zwei Module. Achtung, an alle Sable-Teams. Es besteht die geringe Möglichkeit eines Eindringlings. Wir analysieren die Daten. Bleibt wachsam. Verstanden, Zentrale. Ist es. Es ist toll, dass wir Wandertmann immer an die Wand, an der Wand krabbeln. Überprüft den 85. Stock, Außenbereich. Verstanden, Zentrale, im Anflug. Ich muss weg. Hi, MJ. Es ist gerade ungünstig. Ich mach schnell. Ich weiß, wo Charles Standish sein könnte. Wenn ich ihn treffe, kann ich ihn zum Reden bringen. Er wusste über Dr. Delaney Bescheid, als... Ziel gesichtet. Es ist Spider-Man. Nein! Oh, kann ich jetzt wenigstens ab dem zweiten Sicherungskasten weitermachen? Ich glaube nicht, oder? Hatte ich das nicht gerade eben auch schon? Oh. Ich muss weg. Obwohl doch. Hi, MJ. Es ist gerade ungünstig. Ich mach schnell. Ich weiß, wo Charles Standish sein könnte. Wenn ich ihn treffe, kann ich ihn zum Reden bringen. Er wusste über Dr. Delaney Bescheid, also wohl auch über Morgan Michaels. Okay, mach einfach nichts Verrücktes. Wo verrückt? Wo ist dieses letzte Modul? Da ist das irgendwelche letzte. Laser gemacht, die von oben runterstrahlen. Ja, es wäre viel besser, gut, als die fliegenden jetzt habe ich Zugang zu Normans Büro und finde hoffentlich mehr über Morgan Michaels und Teufelsatem heraus. Außenkontrolle negativ. Sollen wir abriegeln? Noch nicht. Mr. Osborn ist mitten in einem wichtigen Gespräch. Aber sucht weiter. Es muss jemand da draußen sein. Nein, es ist niemand da draußen. Moment, wir wechseln auf eine sichere Leitung. Ich bin Ihnen meilenweit voraus, Wilson. Meine Leute gehen Ihre gesamten Akten durch. Wenn Sie unser Geschäft auffliegen lassen, steht Ihr Wort gegen meines. Und ich bin nicht der hinter Gittern. Moment. Redet Norman mit Wilson Fisk? Neo-Statue? Wovon reden Sie? Die Neo-Statue aus dem Auktionshaus. Sie müssen die Akte meinen, die MJ gefunden hat. Wer hat die Akte? Wir, Norman. Aber sie verrät uns nicht genug. Und deshalb begehe ich gerade einen illegalen, aber moralisch vertretbaren Einbruch. Hä? Redet er da eigentlich mit sich selber oder sind das seine Gedanken? Nicht so wütend, Norman. Wir wissen, dass du und Fisk ein Teufelsatemlabor habt. Aber wir wissen noch nicht, wo es ist und was Michael ist. Außen an einem Gebäude im 85 und mehr sagt. Echt so. Jackpot. Oha, dieser Ausblick. GR-27. Dr. Morgan Michaels ist der wissenschaftliche Leiter, aber die Lage des Labors ist zensiert.
KI-gesteuertes CRISPR? Wenn das wirklich funktioniert, heilt es alle Erbkrankheiten. Mukoviszidose, Huntington, verrückt. Oha. Es sind alle 40 Objekte gestorben. Gruselig. Stopp. GR27 ist der Teufelsatem. Er soll Krankheiten heilen, aber im aktuellen Zustand ist er wie eine Biowaffe. Dr. Michaels trägt die einzige Probe immer bei sich. Deshalb will Lee ihn. Wer Michaels hat, hat auch den Teufelsatem. Das klingt natürlich wieder sehr, sehr böse. Ist es auch. Auch immer einfach so offen auf eurem Computer. Hey Pete, was gibt's? MJ, halt dich fest. Der Teufelsatem wurde nicht als Waffe entwickelt, sondern als Behandlung bei Erbkrankheiten. Im jetzigen Zustand ist er extrem fehlerhaft. Statt den Körper zu heilen, reißt er ihn in Stücke. Wir müssen Dr. Michaels finden. Sable kann so eine tödliche Waffe nicht kontrollieren. Ich weiß da vielleicht was. Charles Standish wird in Sables Central Park Lager festgehalten. Wenn jemand weiß, wo Michaels ist, dann Oscorps Finanzchef. Ich versuche, zu ihm vorzudringen. Vordringen? Da wimmelt es von Wachen. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. In ein Sable-Lager einschleichen. Das kann schiefgehen. Ich muss zum Central Park. Okay, wir sollen MJ jetzt im Park treffen. Wenn wir eben gucken, haben wir mal wieder neue Anzüge. Der sieht heiß aus. Wir haben nicht genug Punkte für anderes. Fertigkeiten. Können wir uns überhaupt... Ja, wir können uns was leisten. Ich wollte ja hier ein bisschen weitermachen. Yay, wir können jetzt Lufttricks ausführen. Abgeriegelt. Anscheinend muss man nur die Hauswand bis aufs Dach hochklettern, sich in Leitungen hacken und dann durch den Lüftungsschacht. Ich brauche aber den Anzug. Wir können uns noch keinen besseren machen. Ich will mir erst den Rucksack eigentlich holen. Hallo? Doc hat sich gemeldet. Peter, ich hatte eine Erleuchtung. Es geht nur um den Geist. Sehen Sie mich an. Ein Geist von unendlichem Potenzial, gefangen in einem verbrauchten Körper. Was dieser Geist Hallo? Erreichen könnte, würde er befreit. Wenn wir die neurale Schnittstelle entwickeln, müssen wir über die Nachahmung unserer körperlichen Formen hinausdenken. Wir müssen unsere Vorstellungskraft erweitern. Und in den Geist eintauchen. Doc ist so aufgeregt wegen des Projekts. Hoffentlich nicht zu sehr. Nur hier ins Rathaus, easy an der Wand krabbeln, da kommt nie jemand drauf. Vergiss nicht dein Bondage-Outfit. Oh nee. Oh, Central Park ist immer doof. Schlechte Abdeckung hier.
Ich muss mehr Türme aktivieren. Machen wir doch auf den Weg mal. Alle Einheiten, Zivilisten nach Zusammenstoß im Auto gefangen. Haben eine Meldung aus Lennox Hill. Easy. Bist du MJ? Mist. Das ist natürlich doof. Mach doch mal ein paar Tricks, habe ich gerade vergessen. Guck ich gleich mal. Vordringen? Da wimmelt es von Wachen. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Sie war einfach schon da, als sie mit uns geredet hat. Standish ist irgendwo da drin. Ich muss an der Wache vorbei. Mal sehen, ob die Köder von Pete funktionieren. Das Loch im Zaun sieht gut aus. Nur noch die Wache ablenken. Aus dem Weg, Kumpel. Was war das? Ich muss weiter. Jetzt. Ich sehe nach unserem Hausgast. Du bleibst hier. Verstanden. Hausgast. Muss Standish sein. Er ist hier irgendwo. Alles Einbildung. Ich muss ihn von der Treppe wegbekommen. Als wenn. Gar nicht auffällig oder so. Was ist das? Die Dämonen töten jeden, der mit dem Teufelsatem zu tun hat. Standish ist in echter Gefahr. Hab's. Weiter jetzt. Von hinten über ihn geworfen. Ich wusste es. Ich musste Nein, zu dem das hat Zelt er nicht kommen. Gemerkt. Hä, wo muss ich denn? Sie ist nervös. Standish muss etwas über Dr. Michaels wissen. Mist, Generator gestört. Das lenkt ihn nicht lange ab.
sieht's aus? Ist der Konvoi bereit? Alles bereit. Sobald der Befehl kommt, wird mein... Wir sind so auffällig. Fahr das Ding hier weg. Das sollte längst woanders sein. Verstanden, wir sind weg. Der fährt gleich los. Eine gute Deckung. Los, los, los! Geschafft. Ich glaube, wenn man auf der schwierigen KI spielen würde, wäre das anders. Dann würden die das mehr. Für die Verlegung von Dr. Michaels, Ma'am. Schickt noch zwei Einheiten. Er hat. Ich würde mal den Rückspiegel des Autos putzen. Ich sehe besser nach. Scheiße. Moment! Okay, wir merken uns, ich darf an die Kartons nicht rankommen. Charlie sind bereit für die Verlegung von Dr. Michaels, Ma'am. Zentrale, die Luft ist rein. Bleibt wachsam. Ich glaube, wir haben Besuch. Sieht wichtig aus. Sichere Orte. Wenn Dr. Michaels an einem ist, weiß Standish an welchem. Muss hier weg. Da ist Standishes Zelt. Unglaublich, dass Michaels den Teufelsatem mit sich herumträgt. Osborn will ihm keinem anderen anvertrauen. Hoffentlich rächt sich das nicht für ihn. Oder uns. Schon wieder. Was ist mit dem Licht los? Los jetzt. Na los. Das ist ganz schön schwierig, hier an alles, auf alles zu achten. Geh auf Patrouille, erstatte Bericht. Was? Wer ist da? Von außen nicht durchsichtig. Hätte man diesen Bildschirm nicht auch einfach sehen können, wenn man von draußen durch diese Kraftfeld-Whatever-Wand geguckt hätte und es total sinnlos, Charles Standish, dass sie darum rumrennt? Charles, wo ist Dr. Morgan Michaels? Lee hat sie geschickt. Oder nicht? Nein. Okay. Wenn er mich töten will, dann sagen sie ihm, er soll es selbst tun. Ich gehöre weder zu den Dämonen noch zu Sable. Ich bin Reporterin. Und ich will auch Lee aufhalten. So wie sie. Watson. Ihre Verfasserzeile kenne ich. Man kann da sicherlich einfach nicht reingucken. Sable hört mich nicht an. Sie hat Michaels in der Bowery. Morgen Mittag bringen sie ihn zu einem neuen, sicheren Ort. Aber sie ignoriert Grand Central völlig. Grand Central?
Die Dämonen haben es erwähnt, als sie mich festgehalten haben. Sie wollen dort... Was, Charles? Was wollen die Dämonen in Grand Central? Was zum... Charles! Oh! Was zum... Er gehörte nicht zu Sable. Definitiv keine von Sable. Tut mir leid, Charlie. Ich brauche Ihr Verstärkung. Okay, Zeit zu gehen. Nein, er weiß etwas. Bondage Man schreitet zur Tat. Na toll, Spider-Man hat alles kaputt gemacht. Tja, das war wohl der unangenehmste Schwung meines Lebens. MJ ist unzufrieden. Du, 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 du. Wir sind schon Stufe 20. Leid, Charlie? Du schlägst den K.O., machst meine Nachforschungen zunichte und sagst dann, tut mir leid, Charlie? Ist das denn alles ein Witz für dich? Was? MJ? Nein, ich hab's versaut. Ich wollte Spannung rausnehmen. Spannung rausnehmen? Klar. Du weißt, dass wir uns deswegen getrennt haben? Wolltest du dich nicht auf deine Karriere konzentrieren? Wir haben uns getrennt, weil du mich wie ein Baby behandelt hast. Tu dies nicht, MJ. Tu das nicht, MJ. Das ist zu gefährlich, MJ. Ich habe vielleicht keine Superkräfte, aber ich bin nicht aus Zucker. Du schleichst dich mitten in eine bewaffnete... Weißt du was? Können wir das einfach lassen? Bitte? Hast du was über Dr. Michaels rausgefunden? Michaels ist irgendwo in der Bowery. Sable bringt ihn morgen Mittag da weg. Spider-Cop ist immer Klasse. Noch irgendwas? Hat er etwas über Grand Central gesagt, bevor ich gekommen bin? Er hat... Nein, gar nichts. Hör zu, ich muss los, Peter. Abgabefrist. Peter. Daran erkennt man, dass sie noch böse ist. Peter. Gut gemacht, du Superheld. Mann, bin ich genervt. Ich muss ein bisschen Dampf ablassen. Ach, jetzt sollen wir andere Sachen suchen. Oh! Oh, fuck! Ist das alles für mich? Ach du Scheiße! Ich wollte nur den Rucksack da haben. Ich kann doch nicht riechen, dass plötzlich... Das ist Miles Mutter. Hallo? Mr. Parker, hier spricht Rio Morales. Vielen Dank, dass Sie Miles den Job im Feast-Asyl besorgt haben. Gerne. Und nennen Sie mich Peter. Mr. Parker ist vermutlich etwas gesetzter als ich. Ich muss sagen, er hat Vorbehalte. Ich habe ihn vor die Wahl gestellt. Das oder mehr Therapie. Er braucht das. Er will kein Opfer sein oder bemitleidet werden. Verstehe. Ich bin auch so. Ich sage es Tante May und bin an seinem ersten Tag auch da. Danke nochmal. Das bedeutet uns beiden viel. Wo ist denn der Rucksack? Hab die Elektriker-Handschuhe in meinem ersten Kampf gegen Electro benutzt. Das ist jetzt wohl deren Rucksack. Daher habe ich die Idee, mein Kostüm zu isolieren. Und das hat... Kleine Fertigkeiten. Wo sind die denn nochmal?
Wieso sind die denn so aggressiv? Tut mir leid. Mein Bus blieb liegen und es gab kein Taxi. Aber ich komme, sobald ich kann. Wenn man mir mit 12 gesagt hätte, dass irgendwann mal Maskierte mit Raketen auf mich schießen werden, hätte mir wohl sogar gefallen. Keiner hört die Netze oder eindeutigen Kampfgeräusche. Nein, man unterhält sich einfach weiter. Ist doch easy. Okay, jetzt müssen wir weiter. Land der unbegrenzten Tödlichkeiten. Ich muss mir gleich mal so dickere Socken anziehen, mir ist kalt. Ach, ich habe noch gar nicht. Ich würde gerne, ich habe ja gesagt, ich würde am liebsten, dass wir die 1000 Follows bis Halloween schaffen, dass ich dann 24-Stunden-Stream mache. Und da habe ich mir gedacht, wieso eigentlich so darauf festlegen, wir werden wahrscheinlich an Halloween einen 12-Stunden-Stream machen. Mit ein paar Horror-Games, wahrscheinlich ein bisschen Dead by Daylight. Nicht an Halloween, sondern obwohl, ist Reformationstag jetzt schon offizieller Feiertag, dann könnte man das ja auch an Halloween machen. Weil dann haben alle frei. Es geht mir bloß darum, dass die Leute halt frei haben. Soll ich das Wochenende danach lieber oder wirklich am 31.? Hallo, der Crazy Gamer, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hey, tut mir leid, bin zu spät. Morgen, Parker. Ist es Abend? Ah, ist egal. Checken Sie die Neurosensoren, ja? Die müssen schneller reagieren. Bin dran. Unter 3 Millisekunden wäre gut. Gut, dir so. Mir geht's auch ganz gut. Okay, vielleicht eine Optimierung des Lastrelais. Thank you.
Sag mal, kann das sein, dass du heute ganz schön negativ gestimmt bist, Kitty? Ich komme da nicht mit hin. Oder doch? Doch. Okay, nein, das muss da oben hin. Sehr schön. Okay, und jetzt? Da ist wohl irgendein Widerstand im Neurosensorkreis. Ach du Scheiße. Sind wir bei 6? Wir müssen auf minus 2 kommen. Fertig. Also für dich natürlich. Okay, uns fehlt immer noch was. Das Störverhältnis ist echt brutal. Ein neuer Signalprozessor reduziert den Lag. Ach, Scheiße. Wir müssen auf 5 kommen. Kann ich ja immer noch austauschen in dem Sinne. Ich könnte jetzt natürlich hier unten rumgehen. Nein, ich kann nicht unten rumgehen. Doch, ich muss unten rumgehen. So, dann haben wir hier 4, das heißt, ich muss auf 1 kommen. Das heißt, wir müssen hier minus 2 haben. Yes. Ja. Ja, unter 3 Millisekunden. Meine Hand juckt. Hab es, Doc. 2,8 Millisekunden. Gute Arbeit, Peter. Tschüssi. Irgendwas geht bei diesem Experiment noch schief. Das ich könnte mir vorstellen, dass er tatsächlich unser Endgegner wird. Das hatten wir ja schon mal angesprochen. Das wirkt so, als würde dann noch irgendwas passieren. Ja.
Hallo Lilly, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Das könnte man kleinen Erfolg nennen. Ich würde das eher unglaublich nennen. Brauchen Sie Hilfe? Ja. Kann sich nämlich nicht mehr richtig bewegen. Irgendwas kommt da. Doktor, was fehlt Ihnen? Ist das so offensichtlich? Meine Ärzte nennen es degenerative neurologische Störung. Vermutlich durch den Umgang mit toxischen Chemikalien in meiner wilden Jugend. Das tut mir leid. Kann ich irgendwas tun? Sie tun schon was. Das Schlimmste daran ist, es betrifft ausschließlich die Muskulatur. Der Geist arbeitet weiter, aber kann nicht mehr handeln. Nur Sie wissen davon, Peter. Ich möchte, dass das so bleibt. Selbstverständlich. Vielleicht suchen Sie sich lieber etwas mit mehr Zukunft. Der Grund, warum ich hier arbeite, ist das, was Sie hier oben haben. Und das verschwindet nicht. Und ich auch nicht. Oh. Wie sagt man? Bromance? Okay, ist ja eher der Arbeitgeber. Oh, Peter, bevor ich es vergesse. Es gibt da einen faszinierenden Artikel über Möglichkeiten für die neurale Schnittstelle. Ich schau's mir an. Danke, Doc. Ich erinnere mich an die direkte Schnittstelle mit den Basalganglien. Aufregend und riskant. Ich weiß nicht, Doc. Man braucht ein Galliumseidenarray, damit das klappt. Und selbst dann ist das Verletzungsrisiko hoch. Gallium, genial. Und die Risiken kriegen wir noch in den Griff. Die humorlose Grimasse wird mir fehlen. Fisk. Reno. Ein Panzer auf zwei Beinen. Mit Linus gesammelten Sachbeschädigungen könnte man Manhattan dreimal zerstören. Ich bin gespannt, ob wir den in dem Spiel auch noch Vulture treffen. Vulture könnte der klügste Kopf an dieser Wand sein. Nicht klug genug, um dreimal lebenslänglich zu vermeiden, aber trotzdem ziemlich gewitzt. Electro war mein erster Schurke mit echten Superkräften. Vorher gab es nur normale Typen in schicken Anzügen. Electro war anders. Gar, bei unserem letzten Kampf hat Scorpion gefragt, ob er mir mal zeigen soll, was ich in meinem Schädel habe. Ein echter Witzbold. Juhu. Ich war auf der Seite doch richtig. Doc. Doc ist sehr krank. Er könnte die Kontrolle über seine Motorik in einem Jahr verlieren. Und wenn wir nicht aufpassen, macht ein intrakranielles Implantat es nur schlimmer. Bis zur Persönlichkeitsveränderung. Wir müssen vorsichtig sein. Persönlichkeitsveränderung. Wir wissen, wozu das führt. 100 Pro ist das unser Endgegner. Oder er stirbt einfach so, aber das wäre doch ein bisschen langweilig. Doc, tut mir leid. Meine Tante schreit. Kein Problem, Peter. Ich wollte ohnehin gerade Pause machen. Aber erst noch die Telemetriedaten. Danke. Dauert nur ein paar Stunden. Bist du müde? Gute Besserung, dankeschön. Ja, ich bin müde. Ich schlafe momentan nicht so gut. Beziehungsweise ich stelle mir halt einen Wecker, aber gehe zu spät ins Bett eigentlich. Weil ich will nicht den ganzen Tag verschlafen. Obwohl, dann fahre ich zur Katze von meinem Opa und kümmere mich um die. Die saß heute im Gewächshaus. Wir haben sie nicht gefunden. Dann hat mein Vater sie im Gewächshaus gesehen. Und dann schlafe ich, wenn ich von der Katze wieder da bin, schlafe ich auf dem Sofa meistens wieder ein. Hi, May. Lass mich raten. Kurz weg, dauert Verspätung. Nein, bin sogar schon unterwegs. Hast du was von Miles gehört?
Nein, aber seine Mutter meinte, er kommt, also... Gut, ich komme gleich. Bis dann. Ich schiebe dich früher ins Bett. Ja, ich gehe ja gar nicht so spät ins Bett, bloß ich schlafe halt relativ spät. Weil ich noch so lange am Handy bin. Gestern schon wieder Geld für Jurassic World ausgegeben, das geht gar nicht. Ich muss mir das echt wieder abgewöhnen. Ah, ich kann Stunts machen, geil. Huch, das wollte ich gar nicht. Ups, sorry. Ich wollte Stunts machen. Würde ich sagen, Handyverbot. Was machst du hier? Einfach mal so on the road einen K.O. schlagen. Ich wusste gar nicht, dass da welche sind. Oh, er ist ein Kämpfer. Das war dein letzter Fehler, Penner. Schwupp. Ah, das ist Miles. Braucht man echt so viele Leute, um einen Teenager auszurauben? Bist du verletzt? Du bist Spider-Man. Du bist der unglaubliche Spider-Man. Du bist der fantastische Spider-Man. Und noch andere Adjektive, die Jameson benutzt. Hey, das war echt mutig. Aber nächstes Mal. Danke für deinen Host-Party. Okay? Okay, aber wenn du. Hab ich das jetzt erst bemerkt oder irgendwie war das. Na, du kannst so große Kerle nicht einfach angreifen. Ich meine, versteh mich nicht falsch. Ich kämpfe ständig gegen größere Typen. Aber dann habe ich auch... Wie damals, als du auf der Brücke gegen Rhino gekämpft hast. Gewalt, das ist groß. Perfektes Gewalt. Beispiel. Wenn der andere größer ist, musst du schneller sein. Okay? Okay, aber für dich ist das vielleicht einfach. Aber ich kann halt nicht, was du kannst. Okay, Fäuste hoch. Echt jetzt? Ja, na los. Erstens. Lass dich nicht vom Adrenalin leiten. Atme langsam und tief. Bleib cool. Hüfte ausrichten. Lass den Gegner kommen. Setz die Füße ein. Wenn sie die Balance verlieren, nutz die Gelegenheit. Boom. Etwa so? Ja, ja, ganz genau. Okay, nur diesmal schlag mich richtig. Direkt aufs Kinn. Okay? Ich halte das drauf. Oh, wo ist die Rocky-Musik? Nein, nein, nein. Alles gut. Mach immer weiter so und, du kommst klar. Okay. Lektion vorbei. Ich muss los. Hey. Danke. Und so. Jederzeit. Kitty, das liegt nur an deinem Denken. Ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde das Outfit auch gar nicht so schlimm. Als wenn wir jetzt ihn spielen. Das Asyl sollte gleich da vorne sein. Jo, Miles, was geht? Hey, das glaubst du mir nie. Ich hab gerade Spider-Man getroffen. Was? Wie krass. Hast du ihm unsere Hacking-App gezeigt? Oh, Mann. Hab ich voll vergessen. Ach, Mann. Er hätte sie dir garantiert abgekauft. Und dann wären wir voll berühmt. Ja, nächstes Mal mach ich's. Ich muss weg. Hab's meiner Mom versprochen. Cool. Bis später. Oh, oh, oh. Dann mal alle die Ausweise raus. Ausweiskontrolle. Soll das ein Witz sein? Es wird ewig dauern. Wenn die Drohne nicht wäre, könnte ich über den Zaun. Kennen Sie zufällig einen gewissen Martin Lee? Wow, das war zu einfach. Krass, dass Sables Systeme ungesichert sind. Vielleicht schicke ich einen anonymen Tipp.
Tracking-App? Steh mir bei. Okay. Gut, los jetzt. Unter dem Tor links durch oder über das Gerüst rechts drüber. Sie lügen. Wir haben Videos. Kommen Sie, Mann. Ich muss nach Hause. Ich bin rechtlich befugt, Sie festzuhalten. Ruhig bleiben. Ich muss ihn ablenken. Siehst du was? Also. Mist, da liegen ja echt jede Menge Glasscherben. Was hast du von einer Gasse in New York erwartet? Ein wenig mehr Sauberkeit, offensichtlich. Wenn ich hier jemanden finde, kommt er in einen... Spielen wir jetzt Watch Dogs? Ich habe das mal versucht, aber irgendwie bin ich an einer Stelle immer hängen. Ignoriere mich. Ich bin nicht da. Okay, bin in Sicherheit. Verdammt. Das war krass. Wo muss ich denn jetzt lang? Oh, hey Mom. Hi Schatz, bist du gut im Feast-Asyl angekommen? Ja, bin gleich da. Miles, du weißt, dass du nicht im Asyl arbeiten musst. Doch, muss ich. Nein, so, du hattest die Wahl. Klar, ich find's besser als die Therapie. Ich meine, das war hilfreich. Der Typ hat gesagt, jeder trauert auf seiner. Das hier ist meine. Okay, tut mir leid. Mom. Ja? Aber ich hab dich trotzdem lieb. Wenn ich nicht darüber reden möchte. Oh mein Schatz, ich liebe dich so sehr. Wir stehen das durch, okay? Okay, ich muss weg. Ich rufe dich auf dem Heimweg an. Ist doch richtig hier, oder? Ich glaube schon. Dämonengesichter. Überall. Atmen Sie einfach weiter. Ich bin gleich wieder da, Mr. Hodges. Hey, Miles. Hey, Pete. Hey, sorry, ich bin spät dran. Oh, nein, nein, schön, dass du da bist. Okay, also, wie kann ich helfen? Warum siehst du dich nicht ein bisschen hier um? Sprich mit den Leuten. Weißt du was? Alle lieben Kaffee. Kaffee, okay. Das ist nicht Watch Dogs, das ist Scheider. Und ich sehe später nach, wie es bei dir läuft, in Ordnung? Ja. Oh, keine Angst vor Mr. Hodges. Wie geht's dir? Er beißt nicht. Meistens. Ganz sicher? Mein Pony nervt mich gerade wieder. Kaffee? Danke. Kann ich helfen? Nur wenn du weißt, was zur Hölle ein Quark ist. Das ist ein super Tomares Teilchen. Dann gehen einfach die Leute durch. Also die Basiskomponente von Protonen, Neutronen, Hadronen. Super, Thomas. Das passt. Sehr gut, Kleiner. Du blödes Scheißding. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen erkältet. Mist! Verdammtes Mistding! Darf ich mir das vielleicht mal ansehen? Hä? Oh, wir haben braunsche Röhren in der Schule. Ich kann sie reparieren, wenn braunsche, sie... Was? Nein, man muss noch ein paar Mal draufhauen. Geht's wieder. Oder es ist ein loses Koax-Kabel. Okay, okay. Bitte sehr, du Klugscheißer. Bitte, mach nur. Uns erreichen viele Meldungen zu Officer Jefferson Davis, dem Helden des Rathausattentats, seit bekannt wurde, dass er als menschlicher Schutzschild vielen anderen das Leben rettete. Oh Mann. Hey, Frischling, füll mal auf. Sein Sohn Miles. Und sein Bruder Aaron. Held. Ist ja echt heldenhaft, sich in die Luft springen zu lassen. Hey Ernie, du kennst also schon Miles. Er wird uns ein bisschen helfen. Vielleicht kennst du seinen Vater, Jefferson Davis. Ziemlich stark, dass er hier freiwillig arbeiten will, obwohl er gerade so viel um die Ohren hat. Findest du nicht? Ja, ja, danke. Junge... Das
Tut mir leid mit deinem Dad. Komm, Miles. Wir helfen meiner Tante in der Küche. Der Dude. Draufhauen hilft immer. Hey, May. Ich muss wieder los, aber ich hab dir Hilfe mitgebracht. Hi, Miles. Schön, dich zu sehen. Schnapp dir eine Schürze, wasch dir die Hände und ich zeig dir alles. Hey, Peter. Vielen Dank für das da eben. Na klar. Fast Mittag. Sable transportiert jetzt Dr. Michaels. Sollte besser zur Bowery und ihn finden. Ich muss doch unten lang. Unsere Computer sind leider schon etwas älter. Schon jetzt okay. Habe ich aus Harry Potter den Bus wieder vor Augen. Was? Ich weiß gerade tatsächlich nicht, was du meinst. Und das, obwohl ich echt viel Harry Potter gucke. Geguckt habe. Mein Hund? Das ist ein Film, glaube ich. Oder dem dritten. Oh, morgen holen wir endlich die restlichen Möbel, dann kann ich endlich meine Kartons auspacken. Meine Blu-ray-Sammlung fehlt mir schon ein bisschen. Mit dem Schrumpfkopf. Ach, der magische Bus. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Hey, Yuri. Ich will zur Bowery, damit Michaels, naja, sicher in sein neues, sicheres Versteck kommt. Lass das lieber. Silver Sable war deutlich. Du bist nicht willkommen. Tja, was soll sie machen? Mich erschießen? Ernsthaft? Ich würde dir zutrauen. Ah, gut. Ich bleib in der Nähe, aber nicht zu nah. Nur für den Fall.